Wer auf Afrika auf eine Safari geht oder früher jagen ist, der hat vor allem die Big Five gesehen. Die besonders gefährlich und schwierig zu jagen sind. Der Elefant. Das Nashorn. Der Schwarzbüffel. Der Löwe. Oder der Leopard. Die grossen fünf Themen, die Big Five, gibt es auch in der Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir zählen so die Big Five von der Gesundheit am Arbeitsplatz: emotionale Erschöpfung, Suchtproblematik, Lifestyle-Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, höherer Blutdruck, Übergewicht, Krebserkrankungen, aber auch andere chronische Krankheiten wie Rückenprobleme. Was ist der Elefant, also das grosse Schwere? Das grosse Schwere, gerade im Dienstleistungssektor, sind sicher die psychischen Probleme, Burnout, emotionale Erschöpfung. Das ist das, was zunimmt und über 50% der Krankschreibungen mittlerweile ausmacht. Das Ziel des Arbeitgebers ist, dass Mitarbeiter, die leistungsfähig sind und Gesundheit bei sich selber oder bei seinen nächsten Angehörigen haben, hat das einen grossen Impact. Wenn dann die Gesundheit zu sehr eingeschränkt ist, dann führt es zu einer Diagnose mit Krankschreibung beispielsweise. Aber man hat natürlich vorher auch schon, dass aus verschiedenen Gründen halt jemand mehr oder weniger leistungsfähig ist. Wo stehen die Unternehmen auf dieser Reise rund um Gesundheit am Arbeitsplatz? Man macht es am Haufen. Aber in der Regel nicht mit System. Man misst nicht, was man macht. Man hat keine Risikoanalyse gemacht und weiss, dass man das Thema 1 zuerst, das Thema 2 und danach das Thema 3 soll angehen und was sind Ziele und eben wie messen, was wir angekommen sind. Wir haben den ersten Hilfs gestartet, diese Geschichte, JDMT. Dort sind wir mittlerweile hingekommen, dass Kunden von uns ein System haben, eine Logik haben. Ein Ziel, etwas zu erreichen, ins Zentrum stellt, man das auch messen tun. Im Bereich von der Prävention und von der Rehabilitation, die anderen zwei grossen Säulen, die wir bearbeiten, dort sind wir noch nie jetzt. Das sind auch unsere Kunden noch nie jetzt. Braucht es Partner, um das Thema zu bearbeiten? Sie brauchen sicher einen kompetenten Partner. Es ist aber wichtig, dass Sie das Bewusstsein haben, dass Sie Verantwortung tragen für die Gesundheit der Mitarbeitenden. Wir nennen das ja den Elephant in the Room. In Analogie zu den Big Five, was ist die Verantwortung vom Arbeitgeber? Was wir dafür halten, ist Gesundheit im Arbeitsplatz nicht ein Nice to Have. Man hat einfach nur eine gesetzliche Verpflichtung, die irgendwo da ist. Sonst ist es strategisches Interesse. Unternehmen wollen mit eher weniger Leuten eine höhere Wertschöpfung erwirtschaften und von da brauchen sie die Leistungsfähigkeit der Leute. Und die guten Leute wollen es nicht, dass sie die verlieren und eine Leistungsfähigkeit einbüßen. Darum ist es strategisch wichtig. Und auch das ist für meine Sachen so noch zu wenig erkannt worden. Aber dann kommt natürlich die Thematik vom Interessenkonflikt und vom Rollenkonflikt Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Da ist es für uns aus wichtig, dass sie einen Partner haben, der so nah dran ist, dass man die strategische Rolle kann eben mitgestalten kann. Und auf der anderen Seite, wir halt mit den ganzen Berufsgeheimnissen können gewährleisten, dass relevante Informationen eben nicht zum Arbeitgeber gehen, beziehungsweise anders gesagt, dass ein Arbeitnehmer das Vertrauen kann haben, dass er sich eben komplett uns kann. Wie sieht so eine Partnerschaft dann aus? Zum Beispiel rund ums Thema Krebserkrankungen. Beim Thema Krebs haben wir eine strategische Partnerschaft mit der Krebsliga Kanton Zürich und würden jetzt in einem konkreten Erkrankungsfall von einem Mitarbeiter schauen, wenn es darum geht, dass man ihn wieder integriert am Arbeitsplatz, dass die Krebsliga den Betroffenen betreut, ihm Unterstützung gibt und wir mit dem Arbeitgeber, mit dem Vorgesetzten, mit dem Team schauen, wie geht man um, wenn so eine Person mit so einer Erkrankung wieder zurückkommt. Gibt es ja häufig Hemmungen, was dürfen wir jetzt fragen, was sollen wir ansprechen, was sollen wir nicht ansprechen, was darf die Person wieder für Belastungen ausgesetzt werden. Und da können wir den Arbeitgeber in dem Sinn coachen und unterstützen, dass er sich optimal verhält, den Mitarbeiter gegenüber und der Wiedereinstieg erfolgreich gelingt. Krebsliga und wir dürfen dort sehr eng zusammenarbeiten, aber wir haben natürlich genau die Informationssperre, dass gewisse Informationen dann von der Krebsliga nicht zu uns gehen, damit wirklich der Betroffene das volle Vertrauen kann haben in die Menschen, die um ihn herum sind. Gilt das alles dann auch für die vielen kleinen Sachen, zum Beispiel Grippe? Im Wesentlichen geht es ja darum, wie der Andi schon gesagt hat, dass das Unternehmen ein Gesamtkonzept hat und entsprechende Risikoanalyse macht. Da gehören natürlich auch die kleinen Sachen dazu, wie zum Beispiel Grippe. Und wenn ein Unternehmen eben systematisch vorgeht und systematische Risikoanalyse macht, und sie auch dazu, die wesentlichen Punkte abzuarbeiten und entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Was ist denn das wichtigste Fazit rund um die Big Five? Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist
strategische, wichtige strategische Komponente, weil du willst mit Mitarbeitenden eine Leistung erzielen. Die Leistung von Mitarbeitenden ist der wirtschaftliche Erfolg von deinem Unternehmen. Nachher, wie auch in anderen Themen, ohne Systematik, hast du halt auch eine Ineffizienz. Du musst also Systematik haben und du musst messen. Und solange du nicht kannst messen, was du machst, ausweisen kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass das, was du machst, vielleicht nur viel Geld kostet. Aber du findest viel mehr kannst du rausholen für weniger Geld. Und darum finde ich wichtig, nicht nur das HR zu überzeugen, sondern effektiv als Management zu begreifen, wie wichtig ist Gesundheit und Leistungsfähigkeit für die Mitarbeitenden. Mehr zu den Big Five von der Gesundheit am Arbeitsplatz gibt es unter safety-security.ch.